Guten Morgen, Freunde. Willkommen in meinem Café, kein Coffee. Wir sind in der Wühlichstraße 38, 1024, 5 Berlin. Ich und der Herr Freund haben hier seit einem Jahr ein kleines, aber sehr süßes Café. Ich weiß aber, dass viele von euch nicht aus Berlin kommen oder mich nicht einfach so besuchen können. Daher machen wir heute eine Café-Tour. Hoffe, es gefällt euch. Ich werde euch das Café so zeigen, als wenn es das erste Mal wäre, wenn ihr hier reinkommen würdet. Es wird ab und zu ein bisschen lauter werden, weil die Bahn hier immer vorbeifährt. Wir sind jetzt aber vor den Öffnungszeiten da extra für euch. Genau, wenn ihr also jetzt reinkommt, dann fällt euch wahrscheinlich dieser Bereich erstmal auf. Wir haben hier oben unser Menü. Unser Menü ist sehr begrenzt. Ich habe nur eine kleine Anzahl an Getränken. Ich wollte jetzt nicht zu viel Auswahl haben. Wenn ihr möchtet, haben wir hier aber auch das Menü nochmal in kleiner. Hier haben wir eine kleine Kuchenvitrine. Früher hatten wir eine größere, aber irgendwie hat sich das nicht, oder damals hat sich das noch nicht so gelohnt für uns. Daher haben wir hier nur eine kleine Kuchenvitrine. Hier haben wir das Trinkgeldglas. Wir hatten früher mal ein schöneres, aber das wurde geklaut. Kartenlesegerät. Wenn ihr hier vorbeischaut, dann haben wir hier noch weitere Gerichte. Avocado-Toast haben wir, ein Chia-Pudding, Affogato. Und Dalgona Coffee. Dalgona Coffee ist ja dieser TikTok-Trend und den haben wir auch bei uns aufgenommen. Kommt ziemlich gut an. Hier haben wir einen Barwagen. Hier können dann Kunden Servietten holen, Zucker, Deckel und da ist noch ein bisschen Deko. Das hier habe ich mal bei Höfner gefunden. Dieses Prisma. Und hier drin habe ich eine Luftpflanze. Irgendwie sieht die im Moment nicht so gut aus. Ich hoffe, die überlebt das noch. Wenn ihr hier weiter nach links schaut, dann haben wir hier eine Kaffeemaschine und Pflanzen. Das hier werde ich gleich wegschneiden müssen. Das sieht nicht so gut aus. Und hier haben wir einen riesigen, großen, quadratischen Spiegel. Das wurde maßgeschneidert für uns hergestellt. Ich mag das sehr, sehr gern. Damals dachte ich, das sei schon groß genug. Aber wenn ich jetzt nochmal das Geld hätte, dann würde ich noch einen größeren Spiegel herstellen lassen. Also einen, der komplett diese Wand füllt. Das wäre mega. Genau, wenn wir hier weiterlaufen, dann haben wir eine Pflanze. Das ist unsere Monstera, was wir von zu Hause hergebracht haben. San heißt die. Hier haben wir erstmal die beliebteste Ecke wahrscheinlich im Café, das Sofa. Das Sofa haben wir ursprünglich von Höfner, das war auch nicht allzu teuer, 200, 250, irgendwie so. Hier haben wir einen kleinen Tisch, den hat der Herr Freund selbst gebaut. Der ist ein bisschen tiefer, aber ich mag diese tieferen Tische, deswegen habe ich auch zu Hause so einen niedrigen Tisch. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen in unserem Wohnzimmer. Dann kommen wir hier zu unserer Bartheke. Hier sitzen immer Leute mit Laptops. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist tatsächlich auch ein Platz, den ich für mich selbst nutzen würde, wenn keine Kunden da sind. Wir haben hier auch diese kleinen Towers und da könnt ihr euren Laptop aufladen. Hier haben wir auch einen USB-Auflader. Das ist nämlich nützlich, da muss man das nur anmachen und dann habt ihr Strom für euren Laptop oder für euer Smartphone. Genau, da ist die Bartheke, hier haben wir Barhocker, die ich sehr, sehr mag. Die sind super robust. Hier hat man auch, glaube ich, eine schöne Vorform. Ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe schon einige Kundinnen gesehen, die so gut aussahen auf unseren Hockern. Okay, dann laufen wir mal weiter. Wieder zurück zur Bar. Wenn wir hier nach rechts schauen, dann haben wir hier überall diese kleineren Tische und kleinere Hocker. Wir haben hier keine Stühle, nur Hocker, weil unsere Zielgruppe sind junge, sportliche Kunden, die auch noch keine Armlehne oder Rückenlehne benötigen. Wenn wir ganz nach rechts schauen, dann haben wir hier einen Kissenbereich. Hier sitzen meistens beste Freundinnen und trinken ihren Kaffee. Hier haben wir Hängepflanzen, die ich sehr, sehr mag. Das hier wächst richtig gut, super voluminös. Hier haben wir noch eine riesige Monstera. Die war früher noch viel kleiner, aber die ist jetzt voll groß gewachsen. Sehr, sehr, sehr schön. Wenn wir hier weiterlaufen, dann haben wir hier eine Bilderwand. Das ist nicht die Bilderwand, die ihr gesehen habt in meinem allerersten Video nach den Corona-Ferien. Wir haben hier im Moment Bilder von Dominik Müller, den haben wir kennengelernt über ein Shooting, was hier bei uns stattgefunden hat. Und nun haben wir seine Bilder hier, die sind wunderschön. Das hier ist zum Beispiel Novum und das da ist Collide. Ihr könnt die Bilder selbstverständlich auch kaufen, ihr müsst sie nur kontaktieren. Ich verlinke den euch hier unten in der Infobox. Schauen wir weiter hier in die Ecke. Wir haben hier wieder Pflanzen, hier haben wir eine Palme, die ich sehr mag. Und das hier ist mein Platz.
meistens, wenn ich hier bin und nicht direkt hinter der Kaffeemaschine stehe, sitze ich hier an diesem Platz. Hier haben wir ein Croissant, was ich heute früh zu lange im Ofen gelassen habe. Deswegen ist das so braun. Das werden wir heute dann noch essen, beziehungsweise jetzt. Ich meine, es sieht nur so aus, aber es schmeckt super gut. Immer noch super knusprig. Nicht bitter oder so. Sehr lecker. Hier passieren die ganzen organisatorischen Sachen. Hier arbeite ich immer am Laptop. Ich mag diesen Platz sehr gern, weil ich von hier aus den kompletten Laden sehen kann und einen guten Überblick haben kann. So, weiter rechts vor meinem Tisch haben wir hier ein Regal. Das Regal haben wir ursprünglich von IKEA. Das war bei uns zu Hause, aber da haben wir es nicht so gut benutzt. Deswegen haben wir es hierher geschleppt. Hier verkaufen wir To-Go-Becher, Thermoskannen, Kaffeebohnen, die wir auch hier verwenden, Glashalme und Pflanzen, Zimmerpflanzen, die einfach zu halten sind, die wir auch schon hier hatten und mit denen wir Erfahrung haben. Worüber ich auch super stolz bin, ist diese Ziegelsteinwand. Das sind Fake-Ziegelsteine. Aber seht ihr diese Fugen dazwischen? Die waren früher richtig gelb. Die Ziegelsteine waren weiß, aber die Fugen waren gelb. Wegen der Corona-Ferien haben wir dann die Wand nochmal neu gestrichen und wirklich jedes einzelne Fleckchen mit einem Pinsel weiß gestrichen. Das sieht jetzt viel, viel besser aus. Vor allem sieht das viel besser aus im Kontrast zu dieser neuen Wand. Die haben wir auch neu gestrichen und die Farbe heißt Manhattan. Danke nochmal an alle, die gewotet haben auf Instagram. Bin sehr zufrieden. Okay, wenn wir jetzt weiterkommen, komm mal mit. Dann sehen wir hier im Flur, rechts von mir kommen wir zum Treppenhaus. Tada! Aber das ist auch unser Notausgang. Das machen wir normalerweise nicht auf, sondern wir gehen jetzt hier weiter. Hier haben wir einen kleinen Raum. Den nutzen wir im Moment nicht wirklich wegen der Corona-Krise, weil der Abstand zwischen den Tischen ist ein bisschen eng. Daher schließen wir im Moment diesen Raum. Aber normalerweise können auch Gäste hier sitzen. Auch hier haben wir eine farbige Wand, ein paar Bilder. Diesen Spiegel haben wir bei eBay gefunden, auf eBay Kleinanzeigen. Und ich mag den sehr gern. Ich mag den sehr gern. Der ist auch sehr robust, der ist auch sehr schwer, wenn man den abnimmt. Hier haben wir Pflanzen, da drin haben wir unseren Router, da kommt das Internet her. Und hier haben wir auch eine kleinere Bilderwand. Das hier ist übrigens mein Lieblingsbild. Sieht so schön abstrakt aus und irgendwie trotzdem feminin und minimalistisch. Kommen wir dann wieder hier zurück aus diesem Raum heraus. Wenn wir hier nach rechts gehen, dann haben wir hier ein Bücherregal. Das Bücherregal haben wir von Amazon. Das werde ich versuchen, euch zu verlinken, da in der Infobox unten. Hier haben wir Bücher, die wir von zu Hause hergebracht haben, die Nachbarn gebracht haben, Kunden. Viele von unseren Kunden schreiben auch selbst ihre Bücher. Und ich habe noch nicht allzu viel davon gelesen, aber ich werde es noch tun. Und wenn wir nach da gehen, kommst du mit? Dann ist hier die Gästetoilette. Die ist klein, also die ist eng, aber die ist ein bisschen höher und ich mag die sehr gern. Unten haben wir weiße Fliesen und oben die Wand und auch die Decke sind in einem dunklen Blauton. Das, was ich hier am meisten mag in dieser Gästetoilette, ist wahrscheinlich das da. Das ist ein Toilettenpapierhalter. Das habe ich von Amazon. Und wenn ihr auf der Toilette seid, also so, dann könnt ihr auch euer Handy oder was auch immer, ich weiß nicht, euer Handy hier rauflegen oder euren Kaffee, falls ihr warum auch immer den Kaffee noch mit zur Toilette genommen habt, dann könnt ihr es hier rauflegen. Das mag ich sehr. Das sind diese kleinen Details, die irgendwie das Leben leichter machen. Hier haben wir einen quadratischen Spiegel von IKEA. Hier haben wir einen Seifenspender von IKEA. Und wir haben hier einen Dyson Airblade V. Das ist ein Händetrockner von Dyson. Super teuer, aber wie ihr seht, das ist hier alles so eng und so klein. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie noch extra einen Papierkorb oder so haben. Deswegen dachte ich, ein Händetrockner wäre vielleicht die bessere Wahl. Super laut, dieses Teil. Viel zu laut. Aber das ist so schön, das ist so eckig und so schön. Warte, ich probiere es mal. Also, Hände waschen. Und dann... Dann kommen wir hier wieder raus und ich zeige euch jetzt etwas, was die meisten wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Wir haben hier einen sehr offenen Bereich zur Bar. Aber das heißt ja nicht, dass Kunden die ganze Zeit hier reinkommen können zu unserem Arbeitsplatz. Aber wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt mit mir mitkommen.
Vorhin habt ihr ja schon die Kaffeemaschine von der anderen Seite gesehen. Jetzt seht ihr sie so, wie ich sie jeden Tag sehe. Kaffeemaschine, da haben wir eine Kaffeemühle und hier haben wir noch ein paar Utensilien, die wir für die Getränke brauchen. Wir können jetzt mal, wir machen jetzt zusammen einen Cappuccino. Okay, für unseren Cappuccino benötigen wir nur einen Shot Espresso. Einen Shot. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hatte ja vorher eigentlich auch keine Erfahrung als Barista und habe das alles erst hier gelernt. So. Hier seht ihr den Kaffee. Wir haben das jetzt schon flach gemacht und runtergedrückt, damit das Wasser optimal hier durchkommen kann. Wenn wir das hier reintun, dann können wir eine Tasse runterlegen. Der Kaffee ist jetzt fertig und wir brauchen jetzt die Milch. Ich trinke normalerweise Sojamilch, aber für dieses Video trinken wir heute Vollmilch, weil damit kann ich nämlich besser Latte Art zeichnen. Wir haben hier die Rewe Bio frische Milch, das Beste für die Kunden. Und hier haben wir unseren Espresso Shot schon fertig. Wir werden nicht allzu viel Milch benötigen, aber... So, dann schauen wir die Milch zusammen auf. Leute, die vielleicht Barista-Erfahrung haben, die lachen mich jetzt aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gemacht. Wir haben einen Kumpel, der uns das alles beigebracht hat und für ihn machen wir alles irgendwie nie gut genug, aber I mean. So, dann haben wir unseren Espresso und wir haben jetzt die Milch und dann können wir die Milch reingießen, erstmal homogenisieren. Da, wir haben hier eine Tulpe. Muss ehrlich sagen, normalerweise sieht mein Latte Art noch ein bisschen besser aus. Aber wie das so ist, wenn man ein Video dreht, läuft alles schief. Aber gut, genau, das ist also unser Cappuccino. Und im Idealfall, falls unser Latte Art gut war, dann könnt ihr das quasi das Bild bis zum Ende sehen, auch nachdem ihr das alles ausgetrunken habt. Also heute von mir ein kleiner Einblick in unser Café. Wie gesagt, Heimcafé in Berlin-Friedrichshain. Falls ihr mal vorbeikommt und wenn ich dann auch an diesem Tag da bin, dann mache ich euch sehr, sehr, sehr gerne persönlich euren Cappuccino. Ansonsten bedanke ich mich bei euch für das Zuschauen. Like und subscribe, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch auf Instagram. Ihr könnt meinem Werdegang folgen. Von einem Café zum nächsten. Vielleicht, hoffentlich. Ich bedanke mich also nochmal herzlichst bei euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao!